So, guten Morgen, Leute. Ja, wir sind jetzt hier rausgefahren zu den Reisfeldern. Ja, weil es hier, wie man sieht, schön ruhig ist. Ja, ich gehe wirklich gerne jeden Tag eine Runde joggen und im Zentrum, wo das Hotel steht, da, ja, es ist ein Stadtbereich oder so, ne, und einfach zu viel Verkehr, um schön entspannt eine Runde joggen zu gehen. Ja, in 30 Minuten holt mich die Neue hier wieder ab. Hoffentlich. Ja, ich dachte mir, ich nehme das Smartphone jetzt immer mit, denn wie im letzten Video schon erwähnt, manchmal gibt es einfach etwas zu sehen, was filmenswert ist. Und jo, ich laufe jetzt einfach mal los, diesen Weg hier entlang. Ja, mal schauen, was es zu sehen gibt. Ich werde, ja, wenn es etwas Schönes zu sehen gibt, wieder filmen. Also, bis später. Richtig schön ruhig hier. Also, Hunde sind in Thailand ja überall unterwegs und wenn man eine Runde laufen geht, wo es schön ruhig ist, dann kommen die einen immer besuchen, aber ja, meistens sind die immer sehr freundlich und einem gut gesonnen. Also manche sind logischerweise noch etwas skeptisch. So, wegen dem Ton, ja, ja. Ja, am besten keine Angst zeigen, wenn man etwas unsicher ist. Angst, das erkennen die Hunde und dann fühlen sie sich überlegen und was weiß ich. Also, ja, ich laufe jetzt mal weiter. Da sind schon wieder ein paar Kumpels. Also, ja, laufend vorbeirennen. Also, muss ich jetzt nicht. Das sind die Hunde hier nicht gewohnt, ne? Und ja. Weißt du. Ja, so richtig entspannt laufen. Jo. Kann man hier eigentlich auch nicht. Wie gesagt, vorbeirennen will ich ja nicht. Denn, ja, versteht schon. So. Ja. Das hier wird jetzt heute mehr so ein Erkundungslauf. Da ich hier heute das erste Mal unterwegs bin, erkunde ich einfach etwas die Gegend. Ja, schaue mal, ob ich eine gute Laufstrecke finde. Ja, ich bin jetzt hier abgebogen. Ja, hier bei diesem Weg, da sind immer wieder Häuser und in fast jedem Haus sind eben Hunde. Und wie gesagt, ihr sehen konntet, die sind ja nicht aggressiv oder so, ne? Aber ich will die Hunde jetzt nicht alle aufscheuchen und hier für Unruhe sorgen und ja, muss einfach nicht sein. Ja, ich werde jetzt einfach mal diesen Weg hier entlang joggen. Hier ein schöner Fluss. Ja, mal schauen, ob es hier ruhiger ist. Ja, wenn man im solchen Gebiet unterwegs ist,
viel menschenleer. Da sollte man, also ich achte dann schon auf jeden Schritt, weil ja, hier in Thailand hat es auch einige Schlangen auch und eben Skorpione. Ja, sollte man einfach achtsam unterwegs sein, aber das ist auch etwas, was einfach mir Spaß macht. Achtsamer, bewusst unterwegs sein, ja, eigentlich zu müssen. Ja, richtig cool ist es, ein neues Gebiet kennenzulernen. Ja, es ist jetzt, wie gesagt, eigentlich keine Joggingrunde, ne, sondern eher eine Erkundungstour, eine kleine. Aber hier werde ich dann morgen schön entspannt entlang joggen. Ja, dieser Hund begleitet mich jetzt etwas, wie es scheint. Also, weiter geht's. Ja, ich glaube, morgen nehme ich eins meiner neuen Buschmesser mit. Ja, ich will jetzt hier nicht unbedingt meine kurzen Hose weiterhin hier so durchschlüpfen. Ja, ich weiß nicht, ob es hier auch Zecken gibt oder was, ne? Also, ich werde mir morgen, glaube ich, eine andere Joggingstrecke suchen. Ja, ich laufe jetzt einfach diese Strecke ein paar Mal ab, weil hier ist es jetzt dann schön ruhig und nicht zu viel zugewachsen. Ich glaube, morgen werde ich einfach hier vom Abholplatz hierher joggen und dann hier diesen Weg hier neben dem Fluss ein paar Mal absolvieren. Ja, man kann nicht alles haben, ne? Also, bis später. So, dann schauen wir mal, ob meine Freundin schon da ist, um mich abzuholen. So, voll cool. Ja, bin schon zufrieden mit der Laufstrecke. Freundin ist auch aufgetaucht. Okay, ja. Wie gesagt, habe gefilmt, da es ja heute keine richtige Trainingslaufrunde ist, sondern mehr so eine Entdeckungsrunde. Okay, das war es bei dem Video. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.